Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder des Kuratoriums, liebe Freunde und Förderer des Hospiz- und Palliativnetzwerks am EVK Düsseldorf, liebe ehemalige Verbündete, aber vor allem lieber Christian, zu diesem ganz besonderen Benefizabend begrüße ich Sie ganz herzlich heute Abend hier im Komödchen. Seit 24 Jahren nunmehr bietet das Hospiz am Evangelischen Krankenhaus schwerstkranken Menschen und ihren Nahestehenden die Möglichkeit, ihre letzte Lebensphase würdevoll und so selbstbestimmt wie möglich in einem wohnlichen Umfeld rund um die Uhr ganzheitlich versorgt zu verbringen. Dabei steht die Linderung ihrer vielfältigen Beschwerden, Sorgen und Nöte, seien sie körperlich, seelisch, sozial oder auch spirituell, im Vordergrund. Dafür arbeitet unser Team von exzellent ausgebildeten Pflegekräften eng zusammen mit den Hausärztinnen und Hausärzten, den Kollegen vom Palliativ-Care-Team, unseren Seelsorgerinnen, den Hauswirtschafterinnen, um deren Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Unterstützt werden wir dabei schon seit 24 Jahren von unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im Moment knapp über 60 und davon immerhin 8 Männer. Ein Applaus wert, finde ich auch. Um all dies, auch über das im nächsten Jahr anstehende 25-jährige Jubiläum hinaus, weiter engagiert und in dem gewohnt hohen Niveau leisten zu können, sind wir auf vielfältige Unterstützung angewiesen. Denn die Kranken- und Pflegekassen zahlen eben nur einen Teil der tatsächlich anfallenden Kosten. Deswegen sind wir nach wie vor auf eine rege Spendenbeteiligung von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Dabei unterstützt uns der Freundeskreis Hospiz- und Palliativnetzwerk seit vielen Jahren tatkräftig. An dieser Stelle möchte ich mich besonders bedanken bei den bisherigen 11 Verbündeten, den Vorgängerinnen und Vorgängern von Christian Ehring, und freue mich ganz besonders, dass 4 von Ihnen es möglich gemacht haben, heute Abend hier zu sein. Wolfgang Neuhausen alias Nemo. Josef Hinkel. Anne-José Paulsen. Sowie Alarik Graf Wachtmeister und deren jeweiligen Begleitungen. Herzlichen Dank natürlich auch Ihnen allen, dass Sie uns mit dem vielleicht sogar etwas mutigen Besuch dieses heutigen Abends dabei unterstützen. Ganz kurz nur ein kleiner Hinweis darauf, wofür wir Spenden benötigen, wofür wir sie verwenden, was wir bisher damit gemacht haben. Unter anderem wird durch Ihre Spenden die segensreiche Arbeit unserer Kinder- und Familientrauerbegleiterin Marion Mohr finanziert. Sie werden sie im Laufe des Abends noch kennenlernen. Unter anderem werden damit die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten zugeschnittenen Besuche der Kunst-, Musik- und Körpertherapeuten finanziert. Und, was ich auch nicht vergessen möchte an dieser Stelle zu erwähnen, die Anschaffung von kleinen Dingen des täglichen Bedarfs für Menschen, die ohne alles zu uns ins Hospiz kommen. Denn ja, manchmal haben wir auch Patientinnen und Patienten, die zuvor auf der Straße gelebt haben. Und jetzt noch zum Schluss ein Hinweis auf die zukünftigen Projekte, bei denen wir auf Ihre tatkräftige Unterstützung natürlich hoffen und angewiesen sind. Nach mittlerweile 24 Jahren möchten wir das Lichtkonzept des Hospizes einmal überarbeiten und auch unsere Möbel sind zugegebenermaßen ein bisschen in die Jahre gekommen.
Was uns aber auch am Herzen liegt, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Das Thema Sterben und Tod ist nicht ganz einfach in die Medien und an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Auch dafür brauchen wir immer viel Energie. Es ist traurig, wenn Hinterbliebene mir erzählen, wenn ich damals gewusst hätte, dass es sowas wie euch gibt. Und um das möglichst wenig hören zu müssen, müssen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Wenn Sie sich weiter darüber hinaus über das Hospiz- und Palliativnetzwerk der Stiftung EVK informieren möchten, sprechen Sie uns einfach an oder wählen Sie die dafür eigens eingerichtete, für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbare Telefonnummer des Palliativberatungstelefons Düsseldorf 9 19 19 19. Wenn Sie eine Idee haben, wie Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, kommen Sie auf mich zu. Gemeinsam stellen wir uns heute Abend die Frage, hat der Tod eigentlich Humor? Zur Beantwortung tragen neben Christian Ehring, unserem diesjährigen Verbündeten, auch die zertifizierte Kinder- und Familientrauerbegleiterin und Palliativfachkraft unseres Hospizes, Marion Mohr, einer der Vorreiter der Düsseldorfer ambulanten hausärztlichen Palliativversorgung, Dr. Claudius Löhns, und die Diplompsychologin, Humorexpertin und passionierte Todesanzeigensammlerin Margit Schröbei. Nun aber Bühne frei für den Verbündeten des Jahres 2018, Christian Ehring. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Hirsmüller. Herzlich willkommen von mir, auch meine Damen und Herren, hier im Komödchen zu diesem wirklich ganz besonderen Abend. Es ist ein Unikat. Sie werden irgendwann mal Ihren Enkeln davon erzählen können. Ja, es lohnt sich eigentlich dafür, würde ich sagen, Enkel noch mal zu bekommen. Ich meine, man kann das ja nur bedingt forcieren, aber wäre schade, wenn Sie dann später niemanden haben, um das erzählen zu können. Hat der Tod Humor? Ist natürlich eigentlich eine Unverschämtheit. Natürlich ist der Tod eine Zumutung. Es ist wahrscheinlich die größte und schlimmste Herausforderung, der wir Menschen uns stellen müssen. Und es ist auch tatsächlich in Kabarett und Satire eins der letzten Tabuthemen. Also neben Krankheit, denke ich, ist Tod mit das letzte Tabuthema. Ich stelle mir vor, wenn ich in einer Extra-3-Themenkonferenz die Idee in die Runde werfen würde, lass uns einfach mal eine längere Moderation zum Thema Tod und Sterben machen, dann würden die Unterkiefer wirklich unisono runterklappen. Es ist ganz schwierig. Ne? Es wird direkt, oh, das will keiner hören und es ist auch schwierig und wie passt das überhaupt zusammen? Und es ist so ein Abschaltimpuls. Im Fernsehen ist das immer so ein Abschaltimpuls. Das will man natürlich vermeiden. Hier ist der Vorteil, Sie sind da. Sie haben gezahlt. Vielen Dank nochmal dafür. Und Sie können erstmal nicht weg. Also die Türen sind offen. Natürlich könnten Sie weg, aber es wäre halt zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht etwas unangenehm. Und Sie sind offenbar auch bereit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das begrüße ich sehr. Auch für mich ist das eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Humor und Tod haben ja erstmal auf einer oberflächlichen Ebene nicht so viel miteinander zu tun. Trotzdem bin ich ja der festen Überzeugung, dass jeder wirklich gute Witz auch einen ernsten Kern hat. Also auch etwas von Trauer und Schmerz erzählt und nicht nur albern ist. Oder wie es Peter Ustinov mal ausgedrückt hat, Humor ist nur eine komische Art, ernst zu sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eine prima Gelegenheit hier als Verbündeter, sich mit dem Thema noch mal mehr auseinanderzusetzen. Ich habe mir auch irgendwann mal vorgenommen, dass ich, bis ich sterbe, keine Angst mehr habe vor dem Tod. Wenn man das im Leben erreicht hat, das wäre doch eigentlich wunderbar. Ich habe noch einiges an Weg vor mir. Ich bin so irgendwo im ersten Viertel, würde ich sagen. Aber ich arbeite dran. Natürlich muss man erst mal fragen, wovor hat man denn eigentlich genau Angst? Was ist das denn? Wovor hat man Angst? Es ist natürlich auch unterschiedlich, was man jetzt glaubt. Wenn man glaubt, es geht weiter, ist es was anderes, als wenn man denkt, da ist jetzt eben nach dem Tod nur die Abbruchkante. Und da sind ja die Vorstellungen auch vollkommen unterschiedlich. Es gibt Paare, da glaubt dann der Mann zum Beispiel, wenn ich tot bin, dann ist das Leben endgültig vorbei. Während seine Frau sagt, sehe ich anders, wenn mein Mann tot ist, fängt für mich das Leben erst richtig an. Ne? Ja, sowas gibt es. Und über 40% der Deutschen sagen ja, ich fürchte, dass nach dem Tod einfach gar nichts mehr kommt. Davon sagt aber auch ein gewisser Prozentsatz, ich finde es nicht so schlimm, ich wohne im Emsland, dagegen ist gar nichts, eigentlich noch eine kleine Steigerung.
In früheren Zeiten wurde der Tod natürlich viel mehr als Teil des Lebens gesehen. Das ist mir schon aufgefallen, als ich so ein bisschen recherchiert habe. Es war früher einfach, es war normaler. Es war natürlich auch diese Vorstellung, unser Leben hier ist eigentlich nur der Vorfilm. Der Hauptfilm kommt dann noch im Jenseits. Das hat man heute jetzt insgesamt nicht mehr so. Es gibt im 17. Jahrhundert ganz interessante Darstellungen von der sogenannten Lebenstreppe. Also die Vorstellung von Lebensstufen, das war eine Treppe, die emporging, aber dann ja auch wieder abwärts. Fand man viel, ja, diese Lebenstreppen auch als Darstellung. Also das war dann bis zum 50. Lebensjahr, da war der Höhepunkt. Ne, mit 10 war man Kind, mit 20 war man erwachsen und hat eine Familie gegründet, mit 30 war man im Beruf. Ja, und mit 40 passierte dann schon nicht mehr so viel, mit 50 spätestens hatte man alles erreicht, dann ging es langsam wieder bergab. Das würde heute niemand mehr so sehen. Auch nicht so sehen wollen, dass es mit 50 dann bergab geht. Also nach 50, das mit 60 auch nicht und mit 70 natürlich auch nicht. Also früher war es ja doch teilweise so, wenn man mit 70 Jahren mit dem Bus zum Friedhof gefahren ist, hat der Busfahrer schon mal gefragt, brauchen Sie wirklich eine Rückfahrkarte? Ne? Und heute ist es tatsächlich so, 70-Jährige klettern auf den Mount Everest, 80-Jährige laufen New York Marathon mit, treiben bis ins hohe Alter Sport. Man weiß ja, wenn man ab dem 30. Lebensjahr wirklich täglich joggt, dann verlängert das Leben erwiesenermaßen um 2 Jahre. Man muss dafür aber 3 Jahre insgesamt joggen. Das ist eine Rechnung. Muss mal gucken, ob das für einen selber Sinn ergibt. Jedenfalls ist es auf jeden Fall das Ziel der allermeisten Menschen, gesund und topfit uralt zu werden und dann auf dem Höhepunkt des Lebens ganz plötzlich zu sterben. So die sogenannte Kompression der Morbidität. Also die Lebenstreppe sieht heute anders aus. Ne? 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Es ist dann eigentlich so eine Plateauphase erreicht bis 100. Ich denke, so würde man das heute darstellen. Ja? Mit 10 Jahren geht man zur Frühförderung. Mit 20 macht man ein Praktikum. Mit 30 macht man immer noch Praktikum. Mit 40 versucht man schnell Kinder zu kriegen. Mit 50 ist man im Beruf. Mit 60 macht man Nordic Walking. Mit 70 fängt man nochmal an zu studieren. Mit 80 macht man eine Kreuzfahrt, mit 90 fängt man an zu snowboarden und mit 100 verstirbt man dann auf der Intensivstation in einer Sexklinik. Das ist so ein bisschen das Optimum, ja, in der Vorstellung vieler Menschen. Man will den Tod vermeiden, man möchte ihm nicht ins Auge sehen. Viele von uns möchten dem Tod nicht ins Auge sehen, ich gehöre durchaus dazu. Dabei ist der Tod ja immer um uns herum. Er ist ja irgendwie immer präsent, also im Fernsehen zum Beispiel. Es gibt ja Untersuchungen, dass Kinder, die regelmäßig Fernsehen, innerhalb von 10 Jahren über 500 Leichen sehen. In der Glotze. Ja. Und da sind, glaube ich, die Talkgäste von Sandra Maischberger noch gar nicht mitgerechnet. Aber das ist halt eine gewisse Distanz. Ja. Aus der Distanz ist das alles anders. Das ist ja auch mit dem Humor so. Aus der Distanz kann man auch Dinge lustig finden, wenn man nah dran ist, ist das einfach schwieriger. Oder Bücher, da hat man natürlich auch den Abstand. Romane, unglaublich blutrünstig, habe ich das Gefühl. Gerade im Moment, Geschichten mit vielen Toten ganz oben in den Bestsellerlisten. Allein die ganzen Krimis aus Schweden. Ich habe das Gefühl, da wird auf jeder zweiten Seite irgendjemand umgebracht oder seziert. Ganz Schweden besteht wahrscheinlich nur aus Leichen. Also habe ich manchmal das Gefühl. Außerdem ist es natürlich so, wenn man einigermaßen realistisch ist, merkt man, der Körper stirbt ja eigentlich von Geburt an kontinuierlich. Wir büßen jeden Tag bis zu 50.000 Gehirnzellen ein. Ab Ende 20 wird das Gehör ja schon schlechter. Ab 50 werden die Geschmacksknospen immer weniger. Also eigentlich, doch. Deshalb, ich glaube ja, dass deshalb Rentner im Fernsehen nur geschmacklose Sendungen vorgesetzt bekommen. Aber die merken das gar nicht mehr so. Ne? Also eigentlich ist der Tod ganz normal. Dennoch fürchten wir ihn. Jetzt gibt es viele, die sagen, ich habe ja keine Angst vor dem Tod, ich habe nur Angst vorm Sterben. Habe ich viel darüber nachgedacht. Es klingt erstmal sehr gut. Woody Allen zum Beispiel hat ja auch gesagt, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Ich weiß es nicht, ob man das wirklich sagen kann, vor dem Tod muss man keine Angst haben. Also ich glaube jetzt mal als Gedankenexperiment, wenn ich mir vorstelle, es gäbe Sterben, ohne anschließend tot zu sein, würde ich es bevorzugen. Also ich glaube, ich habe schon auch irgendwie Angst vor dem Tod. Natürlich, klar hat man Angst, alt zu werden. Und diese Hilflosigkeit am Ende, da weiß man natürlich nicht, was ist da überhaupt? Wer pflegt einen? Das weiß man ja heute alles nicht mehr. Früher war das normal. Wenn man denn so alt wurde, dann hat einen natürlich die Familie gepflegt. Das ist heute aber nicht mehr so. Das kann man heute vergessen. Und ich stelle das fest, viel in meiner Generation wird das gerade schlagartig klar.
Ja, das ist so gerade so mein Alter, da merkt man dann, oh, schwierig, ne? Die Familie, wenn ich mal 80 bin, schaffen das Mama und Papa dann überhaupt noch? Ist in dem Punkt auf die Familie wirklich Verlass? Nein, sie sind rüstig, aber das ist natürlich dann auch mal eine Aufgabe. Übrigens interessant auch eben, was Frau Dr. Hirsmüller sagte mit den Männern. Also wenn sie gepflegt werden wollen, ist es ja sehr sinnvoll, dass sie Töchter haben. Das ist auch, also wenn überhaupt Kinder pflegen, dann die Töchter. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, 4 oder 5-mal so hoch, als dass der Sohn ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwiegertochter sie pflegt, ist noch höher, als dass der Sohn sie pflegt. Es ist, warum auch immer, es ist irgendwie so. Die meisten Menschen wünschen sich auch friedlich zu Hause zu sterben. Das ist natürlich den wenigsten vergönnt. Die allermeisten sterben ja im Krankenhaus oder im Altersheim. Und ich möchte nun jemanden fragen, der sich tatsächlich im Gegensatz zu mir mit dem Thema auskennt. Der auch weiß, was Sterben bedeutet. Der Profi ist, Frau Dr. Hirsmüller hat es eben schon erwähnt, er ist niedergelassener Arzt und Palliativmediziner. Ich habe ihn vor 2 Jahren bei einer Veranstaltung kennenlernen dürfen und ich hatte wirklich nachher das Gefühl, Mensch, das ist so einer, also wenn ich mal sterbe, würde ich gern zu ihm gehen. Dr. Claudius Löns. Ja, ich hätte was vorbereiten sollen als Gast. Wollen wir uns hier niederlassen und Sie können das Glas auch hier einfach diskret abstellen und so. Genau. Ja, Sie als Palliativmediziner. Wie lange muss ich das denn jetzt durchhalten? Hier diese Situation. Wenn ich mir jetzt vorstelle, als wenn ich mal, dann will ich den als Palliativ. Also man muss mich überhaupt reanimieren. Ja, man weiß es ja nicht lang. Genau. Es kann ja auch ganz schnell gehen. Das ist, der Tod hat ja kein Gefühl irgendwie für Dramaturgie, stelle ich immer wieder fest. Also dass er sagt, so jetzt lass ihn das erstmal abschließen. Und dann eben so, was ich schon erwähnte. Man hat das Gefühl, dann so mit 80, 90 geht es dann gemächlich dem Ende entgegen. Aber dann komprimiert. Dann komprimiert. Aber es kann natürlich auch jederzeit soweit sein. Aber Sie müssen nicht meinetwegen durchhalten. Nein, alles ist. Wie ist es, wenn man so viel sich mit Tod beschäftigt, beruflichermaßen? Haben Sie noch Angst vor dem Tod? Also die Geschichte mit dem Angst vorm Sterben und Angst vorm Tod ist genau dann diese Antwort, die man natürlich bringt. Der Tod ist tot und dann ist irgendwann die Lampe aus oder auch nicht. Danach geht's weiter. Aber dieser Sterbevorgang, den man dann eben in der Profession sehr, sehr oft erlebt, selten alleine, meist ist ein Team drumherum und gerade eben von Susanne Hirsmüller schon oft erwähnt, wie viele Leute auch dann dazugehören und wie viel man heute Abend hier sieht. Aber das bringt so ganz, ganz viele Aspekte dann eben da rein. Was gehört dann zum Sterben dazu? Und sich dann darauf einzulassen, du gehst deinen ganz eigenen Weg. Das, was mir immer wieder dabei einfällt, ist Demut, Demut, Demut. Weil ich weiß nie vorher, was passiert. Was ist für denjenigen wichtig? Was will der jetzt noch erleben? Kriegen wir das hin, dass er das jetzt noch erlebt? Kriegen wir da Energie rein, dass er das erleben kann? Oder geht es nur, in Anführungsstrichen, mehr um Schmerztherapie, um Atemnot vermeiden, Übelkeit vermeiden? Oder ist da zwischen den Zeilen noch viel, viel mehr? Und insofern muss ich sagen, jedes Mal ist es wieder, mit einem Patienten dort umzugehen, immer wieder eine riesige Fortbildungsveranstaltung. Und du denkst, ey, da nimmst du viel von mit. Das ist schon was. Und ja, dann wird etwas greifbarer. Ja, dann geht auch vielleicht die Angst zurück. Ja, dann kommt auch Distanz zu etwas hinein. Und insofern, ich kann mir heute vorstellen, dass ich so ein paar Begriffe so in mir trage, wo ich sage, ja, da komme ich mit dem Sterben und mit dem Tod dann vielleicht etwas besser hin. Ja. Muss man selber sehr stabil sein? Also, ich glaube, dass man sehr viel Glück haben muss, wenn man einen solchen Job, wenn man etwas solches lange kann. Und wenn man sich nicht überanstrengend fühlt dabei. Ich glaube, dass man sehr, sehr viel Glück hat. Das habe ich. Ganz sicher. Also ganz, ganz sicher. Psychische Konstitution, die da ist oder die eingegeben worden ist. Ja, ich glaube, da ist irgendwas da innen drin, was fast noch ein bisschen in die Wiege gelegt wird. Das ist so, ja, auch etwas wie mit dem Humor. Da hört dann der Spaß auf mit dem Humor, wenn man sich richtig darüber Gedanken macht. Und ich glaube, es ist eine Art, eine Eigenart, die man irgendwann in sich entwickelt. Dafür kann man aber nicht viel. Ich glaube das. Ich habe lange darüber nachgedacht und es spielt eine ganz, ganz große Rolle, dabei mit Patienten diese Wege zu gehen und einfach mal Fenster aufzumachen, wo die gar nicht dran denken. Mhm. Was macht der jetzt? Warum? Und du bringst neue Aspekte irgendwo hinein und sagst, ja, schau mal. So einfach ging es doch vielleicht auch. Und vielleicht kannst du selber noch Ressourcen bei dir freimachen, mit denen du leichter lebst, besser lebst, mehr Energie wieder freimachen kannst.
Das klingt jetzt sehr nach Autonomie des Patienten oder der Patientin, was Sie sagen. Also man hört hin als Arzt. Es gibt ja Untersuchungen, dass Arzt-Patientengespräche, gerade wenn es darum geht, es werden jetzt schlimme Diagnosen vermittelt, es werden mögliche Therapien besprochen. Wenn man anschließend die Patientinnen und Patienten fragt, was habt ihr verstanden und wie zufrieden seid ihr mit dem Gespräch, sind die meistens extrem unzufrieden, während die Ärzte nach dem Gespräch sehr, sehr zufrieden sind. Ja, komprimiert. Wie ist das zu erklären? Genau, das eine ist komprimierte Sterben, das andere ist komprimierter Unsinn. Also du gehst hin und sagst, pass mal auf, hier sind die Nebenwirkungen. Ja. Die nimmst du jetzt mal, gegen die Nebenwirkungen können wir alle was. Wie, Herr Doktor, kotzen muss ich auch? Das ist, diese Kommunikation ist furchtbar. Nicht bei allen, das sind ganz, ganz bemühte Menschen, dabei ist überhaupt gar keine Frage. Aber im Grundsatz läuft diese Routine immer, immer wieder, wo will ich denjenigen hin haben? Der muss ja nicht Chemotherapie machen, klare Geschichte. So, was ist jetzt? Das ist zu klären, das zu klären. So ist die Chemotherapie zusammengesetzt, ganz egal. Onkologen zum Beispiel, wenn wir über die dann reden, ich weiß nicht, ich muss vorsichtig sein. Ich habe viele Freunde, die Onkologen sind. Ja. Noch denke ich schon. Aber sie sind Statistiker. Ja. Sie sind Statistiker. Das heißt, ob in Toronto, Rom oder hier in Düsseldorf, die machen alle das Gleiche. Bei dem Alter des Menschen, bei der und der Tumorentwicklung, bei der und der feingeweblichen Untersuchung und dann machen die das meiste, weil die wissen, damit ist Überlebenszeit, Lebenszeit gesichert zu so und so viel Prozent. Statistisch ein ganz heißes Eisen. Aber die Frage ist, wir reden über Lebenszeit, wir reden nicht über Leidenszeit. Und das Ding muss möglichst schnell und ohne Widerworte erklärt werden. Und wissen Sie was, machen sich über den ganzen Krempel gar keine Sorgen, sondern wir probieren es erstmal. Und wenn du dann drin bist in diesem Schema, dann siehst du, und jetzt müssen Sie durchhalten. Komm, wir brauchen 3-4 Chemotherapien und dann machen wir schon das Staging und siehe da, die Lebermetastase ist 3 mm kleiner geworden. Und Ihnen geht es doch saugut, oder? Naja, nur gut, aber das müssen Sie jetzt noch durchhalten, dann geht es Ihnen aber besser. Ich will nicht böse über solche, gehört zur Routine und das kommt eben ganz, ganz, ganz häufig vor. Es ist schön, wenn in so einer Situation der Palliativmediziner mit beteiligt wäre. Das wäre total klasse, weil wir können uns an den Händen nehmen, können sagen, komm, wir machen es zusammen. Ja. Das ist schwierig. Welche Rolle spielt Humor in Ihrer Arbeit? Ah, irre viel. Ja? Ja. Ist das abhängig von den Patienten, was man sagt, okay, ja, da gibt es irgendwie einen Zugang, da funktioniert das, ist generell ein Teil des Werkzeugkastens. Es ist das Werkzeug, um zu gucken, was funktioniert mit dem Patienten. Nicht, ob es funktioniert, sondern was funktioniert mit dem. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn man zum ersten Mal zum Patienten kommt und im ambulanten Setting und dann ist er in einer schlechten Verfassung. Entweder kommt er aufgegeben von einer Onkologie, sagt heute keiner mehr, manchmal doch, aber er kommt, weil man nichts mehr für ihn tun kann. Er kommt vielleicht auch mit Nebenwirkungen noch durch eine Chemotherapie und er sagt, als erst, Doktor, das ist alles Quatsch. Mach einen Spritz, jedem Medikament, hier ist Schluss. Ich will das ganze Zeug nicht mehr. Mach es hier, Feierabend, ich will den Kram nicht mehr. Natürlich kommt die Antwort, nee, geht nicht. Kommt von ihm natürlich, ja, wegen dieser verdammten Gesetze. Musst du in die Schweiz fahren, nach Holland fahren, das ist doch furchtbar hier in Deutschland, geht ja alles gar nicht. Grauenhaft. Ich sage, nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Bis das ankommt, dauert es einen Moment, weil wir sehen uns zum ersten Mal. Wie? Wieso denn dann nicht? Wieso können Sie das denn nicht machen? Sie haben noch die Fähigkeit. Nee, sag ich, das geht nicht, weil dafür gibt es keine Abrechnungsziffer. Alles, was abrechnen, weil es geht. Super. Es ist, ja, es ist so. Das, ja. Ja. Okay. Das Lächeln, was wir dann beide aufeinander haben, bringt unglaubliche Augenhöhe. Das ist nicht ein Gag reingeschmissen, sondern es ist die Klarheit, ich habe dich verstanden. Und jetzt arbeiten wir beide zusammen, weil ich habe ja vielleicht noch was anderes in meinem Werkzeugkasten. Nicht nur Humor. Das heißt, es gibt wirklich Situationen, da wird laut gelacht von beiden Seiten. Aber klar. Auch aber klar. In dieser, wo man immer denkt, schwierigen Phase. Ja. Aber, und da haben Sie wirklich das Gefühl, es kann auch Schmerzen lindern. Jetzt können Sie das als Palliativmediziner sagen, es kann tatsächlich Schmerzempfinden lindern, es kann auch Angst nehmen, angstlösend wirken. Also Angst lösen völlig ohne Zweifel. Ganz, ganz klar, weil das Vertrauen wird immer größer. Das heißt, Humor hat ja immer auch was zu tun mit den wir sprechen die gleiche Sprache. Wir arbeiten auf Augenhöhe. Wenn er nicht verstanden wird, dann war es eine schlechte Pointe oder was weiß ich. Es geht nicht um Pointen. Es geht das Lachen miteinander. Es geht das Grinsen miteinander. Es geht das etwas Distanz, aus Distanz anzugucken und zu sagen, so what? Und jetzt machen wir weiter. Jetzt wird gearbeitet. Das geht an sich immer. Das muss auch immer gehen. Und dann ist es nicht so ein ganz lautes Lachen.
Aber das, was dann ist, ist wieder ein Fenster, was aufgemacht wird, was eben Energie bringt. Und da, glaube ich, passiert eine Menge. Was ich auch gelesen habe, ist, dass natürlich viele in der letzten Phase ihres Lebens sich für spirituelle Themen interessieren. Mhm. Interessanterweise aber, wenn sie zum Beispiel im Krankenhaus gefragt werden, wollen sie mit einem Seelsorger sprechen über diese Themen, dass dann viele sagen, nee, lieber mit dem Arzt. Mhm. Erleben Sie das auch und wie gehen Sie damit um? Anforderungen an den Seelsorger, das heißt, die geplante Anforderung des Seelsorgers an den Patienten ist irre hoch. Das heißt, wenn der reinkommt, dann liegt die Latte ja schon wahnsinnig hoch. Wenn der Arzt reinkommt, den kenne ich jetzt schon irgendwo, der hat mich vielleicht auch mal schlecht oder gut aufgeklärt, aber den kenne ich wenigstens. Und der Seelsorger, der kommt eigentlich immer dann mit einem großen, großen Hintergrund und vor dem gibt es Furcht. Und da ist es die letzte Ölung und sonst was. Dass das so tolle, engagierte, empathische, humorige, in der Regel völlig humorige Typen sind, das wird leider von manchen verpasst. Die sagen dann von vornherein, nein, ich bin nicht besonders gläubig, so ich möchte lieber nicht. Und dann, Dass die alle erstmal in die Kirche eintreten müssen, damit ein Seelsorger reinkommen darf, wäre schon schlecht. Ja. Haben Sie das Gefühl, Sie haben eben noch davon gesprochen, jeder stirbt individuell für sich. Ja. Man muss auch als Arzt, als Ärztin, wenn man begleitet, gucken, was ist da in dem Fall der Verlauf. Mhm. Es wird ja oft gesagt, es fehlen heute die Rituale und es fehlt heute einfach der Zugang zu dem Thema, weil wir versuchen, das zu verdrängen. Haben wir das wirklich verdrängt? Ist es tatsächlich so, dass es früher einfacher war zu sterben? Ich glaube ja. Weil der Tod zum Leben dazugehörte. Heute gehört er nicht mehr dazu, es sei denn eben bei den 500, die man dann in den Kanälen dann sieht oder in Schweden sieht oder wo auch sonst. Ich glaube, dass etwas sehr, sehr entfremdet wird dadurch und aus dem Leben herausgedrängt wird, je mehr Input wir bekommen. Und zuallererst wird eine Erkrankung über Professor Google und Dr. Wikipedia auseinandergenommen. Mhm. Und dann kommt erst, was hat denn das eigentlich für mich für eine Bedeutung? Doc, kannst du mir da irgendwas zu sagen? Ganz, ganz oft ist eine Schwesternschülerin, die wirklich zermartert wird über den Verlauf einer Erkrankung, weil irgendein anderer keine Zeit mehr hat und sich da herauszieht und sagt, macht irgendwer, hauptsache nicht ich. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viel mit der irren Fülle an Informationen und an unwesentlicher Information zu tun hat, die zu filtern uns schwerfällt und dem Patienten sowieso. Umso besser, dass Sie da sind und das Hospiz am EVK. Ja. Und die ambulanten Palliativdienste. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Sehr gerne. Lutz. Danke für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke. Was ich wirklich interessant finde, meine Damen und Herren, wenn man nochmal über das Thema Angst redet, ja, man hat ja so eine diffuse Angst, man könnte sterben, es könnte was passieren und man ist offenbar mit einem menschlichen Gehirn ausgestattet, nicht unbedingt in der Lage, ganz realistisch einzuschätzen, was ist jetzt gefährlich und was nicht. Also die typische Angst, ins Flugzeug zu steigen zum Beispiel, ist ja nicht besonders vernünftig. Statistisch ist das vernachlässigbar, dass da was passiert. Es gibt natürlich Fälle, aber es ist jetzt nicht unbedingt vernünftig, damit zu rechnen. Ja? Genauso wie die Wahrscheinlichkeit, einem Terrorangriff zum Opfer zu fallen. Auch statistisch wahnsinnig gering. Ich habe jetzt wieder gelesen, die meisten Menschen sterben sowieso im Bett und eine ganz, ganz große Gruppe im Verkehr. Das ist für mich persönlich der Grund, warum ich Schlafwagen meide. Ja, um das mal kurz aus, es ist mir ein Risiko zu viel. Also ich versuche es nüchtern wirklich zu analysieren, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit, durchs Rauchen zu sterben, sehr hoch, das wissen wir alle, 1 zu 800, unglaublich hoch. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, liegt nur bei 1 zu einer Million. Also natürlich viel weniger gefährlich. Insofern, das ist ja das Gute am Rauchen. So gefährlich das ist, man muss eigentlich vor nichts anderem mehr Angst haben. Weil man höchstwahrscheinlich, wenn man raucht, am Rauchen stirbt. Also darauf ist dann zumindest Verlass. Umgekehrt, wenn man das Rauchen aufgibt, steigt sofort die Wahrscheinlichkeit, an etwas anderem zu sterben. Zum Beispiel Blitzschlag. Also das muss man sich gut überlegen. Auf eine Leiter zu steigen ist sehr gefährlich, das wird oft unterschätzt. Auf eine Leiter zu steigen ist wahnsinnig viel gefährlicher, als in ein Flugzeug zu steigen. Rotwein in Maßen hingegen, sagen die Mediziner, ist nicht gefährlich, verlängert sogar das Leben. Also vielleicht als kleiner Tipp, wenn man mal auf eine Leiter muss, vorher ein Glas Rotwein trinken, genau. Und Leitern in Schlafwagen unbedingt meiden, aber das muss ich nicht extra dazu sagen. Übrigens liegt die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser im Lotto zu gewinnen, ja, Sechser mit Zusatzzahl, bei 1 zu 4 Millionen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit, von Blitz getroffen zu werden, ist viermal so hoch. Sie werden statistisch, bevor Sie einmal im Lotto gewinnen, viermal vom Blitz getroffen.
Also wer da noch Lotto spielt, muss wirklich bekloppt sein. Und dass sie im Lotto gewinnen und gleichzeitig vom Blitz getroffen werden, ist immer noch wahrscheinlicher als ein Super-GAU im nächstgelegenen Kernkraftwerk. Und sollte das doch mal passieren, sehen Sie zu, dass Sie genügend Rotwein im Haus haben. Es ist schon wichtig, ja, die Art des Sterbens ist schon was einen beschäftigt. Interessanterweise wollen ja die meisten Menschen schnell und schmerzlos aus dem Leben gerissen werden. Ja, plötzlich sterben, da würde ich jetzt nicht mich zu zählen. Ich finde es, glaube ich, besser, man kann sich verabschieden, das wäre jetzt mein Favorit, man kann es sich ja nicht aussuchen, aber die wenigsten wollen natürlich langsam und dement werden. Also ein langsamer, schleichender Prozess, dabei das Bewusstsein langsam verlieren, ist wahrscheinlich das, was den meisten von uns blüht, leider. So ist es nun mal. Im Mittelalter war das ganz anders, da hat man sich auch diesen plötzlichen Tod nicht gewünscht. Also jetzt eben, ja, am besten plötzlich Verkehrsunfall oder beim Sex, ja. Oder beides gleichzeitig. Das ist so eine Vorstellung, was viele Leute im Moment haben. Im Mittelalter galt der plötzliche Tod als Makel. Natürlich, weil man sich ja vorbereiten musste auf die Zeit, dass man dann eben seinem Schöpfer gegenübertrat. Und da musste natürlich alles geklärt sein. Und es gab Gebrauchsanweisungen für richtiges Sterben und wurde genau beschrieben, was man machen muss, damit man möglichst würdig stirbt. Eben frei von Sünden. Das war damals so. Heute, weiß ich nicht, würdig. Ja, ich habe mich das auch gefragt, was ich wirklich nicht gerne würde. Das ist jetzt wieder so ein bisschen der distanzierte Blick auf das Thema Tod, aber es gibt ja diesen sogenannten Darwin Award. Sie kennen das wahrscheinlich, ja? Der wird immer verliehen für besonders dumme Todesarten. Und da muss ich wirklich sagen, da ungern würde ich den Darwin Award verliehen bekommen. Für die Betroffenen ist es schlimm, aber wenn man es von außen sieht, es ist leider komisch. Es ist ein Preis, der wird jedes Jahr von amerikanischen Molekularbiologen verliehen, der Darwin Award, für besonders dämliche Tode, weil der Gedanke dahinter eben ist, es ist dann insgesamt für die Evolution von Vorteil, wenn diese Betroffenen aus dem Genpool verschwinden, weil sie sich so blöd angestellt haben. Es ist ein bisschen brutal, aber das ist der Gedanke. Ne? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Beispiel, es wurde vor kurzem ein Jäger ausgezeichnet, der in den Alpen einen Steinbock schießen wollte, der sich auf einer Klippe über ihm befand und auf einem Fels, der hat das Tier getroffen, das Tier ist runtergefallen, hat den Jäger erschlagen. Sowas, ne? Solche Tode werden ausgezeichnet. Oder auch ein deutscher Rentner hat den Preis mal gewonnen, der wollte sein Grundstück an der Ostsee von Maulwürfen befreien und hat dafür Eisenstangen in den nassen Rasen gesetzt und die an Starkstrom angeschlossen. Hat vergessen, dass er selber auch noch auf dem Rasen stand. Ne? Also solche Tode bekommen den Darwin Award. Man kann eine Nominierung vermeiden, wenn man sich im Vorfeld mehr Gedanken macht. Auch vielleicht über das, was bleiben soll. Ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen eitel. Man muss jetzt nicht überlegen, was sind die letzten Worte. Andererseits, es ist schon sowas wie Goethe, mehr Licht, das ist schon wirklich sensationell. Ja, mehr Licht als letzte Worte, also da haben auch dann die anderen was dran zu knabbern und so. Mehr Licht, das ist wirklich, da kann man entspannt sterben, wenn man sowas gesagt hat. Da hat die Nachwelt was zum Nachdenken. Das passt zu Goethe. Großartig auch die letzten Worte des irischen Dramatikers Brendan Behan zu der Nonne, die ihn auf dem Sterbebett gepflegt hatte. Der hat ihr gesagt, Gott segne sie, Schwester, mögen alle ihre Söhne Bischöfe werden. Brillant, brillant. Manchmal gehen die letzten Worte aber auch schief, ne? Wie das so ist. Auch bei berühmten Persönlichkeiten, zum Beispiel beim Schriftsteller Paul Claudel, der hat tolle literarische Werke verfasst. Und was war sein letzter Satz? Doktor, ich glaube, es war die Wurst. Was macht man dann damit? Und es gibt natürlich auch Berufe, die besondere, seltsame letzte Worte mit sich bringen. Bei Autoschlossern habe ich gehört, häufig die letzten Worte, lass mal die Hebebühne runter. Ne? Bei Chemikern meistens der Satz, was riecht hier eigentlich so komisch? Und natürlich bei Sportlehrern die Aufforderung an die Schüler, alle Speere zu mir. Und man kann natürlich, das ist ja heute so, meine Damen und Herren, man kann ja wirklich davon ausgehen, dass das, was man auch vorher gemacht hat, dass das konserviert wird, dass man gewissermaßen heutzutage auch als ganz normaler Mensch der Nachwelt erhalten bleibt. In gerade einmal 7 Tagen hat Gott diese Welt hier erbaut. Am 6. erfand er den Menschen, am 7. Tag den Burnout. Der Mensch fand sehr schnell Mängel, seine eigene Endlichkeit. Doch leider trotz Gequengel war Gott zum Nachbessern nicht bereit.
Es half kein Jammern, Beten und kein Toben. O Vanitas, was soll denn das so ein Mist? Heut ist der Mangel Gott sei Dank behoben, weil die Vergänglichkeit vergangen ist. Das Internet wird dich niemals vergessen. Hier lebst du ewig fort. Du hast Spuren hinterlassen, die sich nie mehr löschen lassen. Deine Freunde, deine Schnalle, deine Kotzfotos auf Malle. Das Internet wird dich niemals vergessen. Hier kannst du unsterblich sein. Hast du auch schon den Spind geräumt, du bleibst immer mein Facebook-Freund. Und wenn dir längst ein Englein geigt, wird hier noch dein Profil geliked. Im Internet, im Internet, im Internet lebst du ewig fort. Der eine baut sich ein Denkmal und wird trotzdem nicht vermisst. Der andere wird von den Erben selbst nach dem Sterben noch gedisst. Picasso konnte malen, wird in Schulen unterrichtet. Ein Goethe hat geschillert und ein Schiller hat gedichtet. Du denkst, du hast der Nachwelt nichts zu geben. Halt bis auf den Anwohnerparkausweis. Doch digital wird von dir weiterleben. Die Insta-Story, ich mit Erdbeereis. Das Internet wird dich niemals vergessen. Hier lebst du ewig fort. Wie du die Welt bereichert, hat Mark Zuckerberg gespeichert. Deine Freunde, deine Schnalle, deine Kurzfotos auf Malle. Das Internet wird dich niemals vergessen. Hier kannst du unsterblich sein. Noch in 10 Jahren findet Google dein Rezept für Topfenstrudel. Und noch wenn du in die Grube hupst, wirst du bei Facebook angestupst. Im Internet, im Internet, im Internet lebst du ewig fort. Es ist ja so, Mascha Kalecko hat es mal gesagt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, den Tod der anderen, den muss man leben. Wie kann man weiterleben, wenn Angehörige verstorben sind? Wie hilft man Menschen, die Angehörige verloren haben? Für diese Frage, bei der es nun auch wieder nah an das Thema herangeht, ja, Sie merken das, habe ich wieder eine Expertin eingeladen, die sich viel besser auskennt als ich, also die sich auskennt, könnte man auch sagen. Marion Mohr, auch sie wurde ja eben schon von Dr. Hirsmüller erwähnt. Sie ist Trauerbegleiterin, die vor allem Kinder unterstützt und begleitet, die einen Elternteil verloren haben oder dabei sind, es zu verlieren. Herzlich willkommen, Marion Mohr. Herzlich willkommen, guten Abend. Frau Mohr, Sie machen da was, wo es mir und vielen anderen wahrscheinlich erstmal die Kehle zuschnürt, wenn Sie nur davon hören. Ist das nicht alles unglaublich traurig? Ja, traurig, berührend. Man kommt an seine Grenzen, aber auch vielseitig schön. Ich lerne ganz viele Familiensysteme kennen. Es macht auch ganz viel Freude, weil ich teile mit den Kindern auch die Freude und nicht nur das Leid. Ich darf auf dem Boden rumspringen, ohne dass mich jemand auslacht. Ich kann mal wieder schaukeln, ohne dass ich ein Kind brauche, was mit mir läuft, weil die Kinder einfach da sind. Und ja. Haben Sie das Gefühl, dass Kinder anders mit dem Tod umgehen generell? Oder kann man das so pauschal nicht sagen? Doch. Ja, inwiefern? Kinder sind freier. Kinder haben noch nicht die ganzen Bilder im Kopf, die wir halt haben. Auch durch sind noch nicht so geprägt, wie wir einfach geprägt worden sind durch die Biografien. Ein Kind geht ganz anders mit dem Tod um, viel lebendiger auch. Und wenn es einem Kind zu schwer wird, zieht es sich auch raus, fängt an zu spielen, kommt später wieder, fragt irgendwelche Dinge, aber setzt auch eine klare Grenze und geht viel offener mit dem Thema um. Und Kinder wollen
ganz klar Wahrheit haben und mit dabei sein. Wollen nicht ausgesperrt werden. Das ist interessant. Das kennt man ja auch so von sich selbst, dass man denkt, ja, die Großmutter stirbt, der Opa stirbt. Soll man die jetzt mit den Kindern nochmal zum offenen Sarg und Abschied nehmen oder nicht? Oder lieber die Kinder schonen? Oder in welchem Alter sollte man sie schonen? In welchem Alter sollte man ihnen das zumuten? Was ist da Also Ihre? Schon, die Kinder merken, dass irgendwas nicht stimmt. Die Kinder möchten dabei sein bei jedem, was die, bei jedem Erlebnis, auch was die Familie betrifft. Und ein Schonen ist, denke ich, nicht der richtige Weg, weil die Kinder müssen mit integriert werden. Auch sie haben ein Recht, Abschied zu nehmen. Mhm. Und indem sie sehen, dass es dem Kranken immer schlechter geht, kann man ihnen Erklärungen dazu geben. Und sie nehmen das hin. Sie fragen nach und wie gesagt, sie sind, wenn es ihnen zu viel wird, fangen sie an zu spielen. Ich hatte letztens einen 4-jährigen Jungen, dem seine Mutter halt verstorben ist. Wir haben uns verabschiedet von der Mutter und das war schon sehr rührselig. Er hat auch eine 7-jährige Schwester und als es ihm zu viel wurde, als wir noch mal zusammen gebetet haben, Rituale sind halt auch ganz wichtig und die Familie ist sehr gläubig gewesen auch. Und die 7-jährige Schwester fing an zu weinen und dann kam der 4-jährige zu mir und sagte, Frau Mohr, wir gehen jetzt besser mal raus eine Cola trinken. Weil es wurde ihm einfach zu schwer, die Situation. Wir sind raus, haben eine Cola getrunken, er hat sich gerettet und ist dann wieder mit mir in diese Situation rein und ganz unbefangen. Und das sind die Situationen, in denen Sie dann auch lachen? Laut Auf lachen, jeden Fall. Weil das ist einfach, ja. Und Lachen verschafft auch nochmal eine Bindung. Ja. Ja? Das ist nochmal, ja, man hat eine Bindung, man bekommt auch Energie durch Lachen und es ist ein Gefühl des Zusammenhaltes auch. Wir können zusammen weinen, aber wir können auch zusammen lachen und auch in schwierigen Situationen. Und dadurch lernen Kinder einfach auch. Schwierige Situationen sind schwierig, aber wir können es meistern. Und wenn uns noch mal was Schwieriges passiert, können wir das gemeinsam überleben in dieser Situation. Wir haben zusammen gelacht und wir haben zusammen geweint. Wir halten zusammen. Und der Kontakt bleibt dann bestehen, auch wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum? Oder wie gestaltet sich das normalerweise? Also das kommt drauf an, weil für mich ist es immer ganz wichtig, dass die Kinder auch schnell und die Familien schnell wieder ein gutes Netzwerk haben und ich mich aus dieser Familie auch rausziehen kann und die eigenen Ressourcen der Familie stärken kann. Das heißt, dass wir Rituale finden, dass wir für die Kinder Hoffnungsbilder finden. Mhm. Wie können wir, wenn wir ganz traurig sind und die Welle uns ein bisschen arg niederdrückt, was gibt es, was macht mich wieder fröhlicher? Wie können wir es integrieren, wie können wir dann damit umgehen? Und wenn ich das geschafft habe, gucke ich auch schnell, dass ich mich wieder rausziehe und mich nochmal nach 2-3 Monaten melde und auch immer sage, natürlich können die Eltern mich jederzeit kontaktieren, wenn irgendwas ist, aber sonst ist die Bindung auch so stark manchmal, dass die Kinder sich von mir auch wieder verabschieden müssten. Und das ist dann auch nicht gut. Das kann ich mir nicht. Wie lange ist so ein Zeitraum im Durchschnitt oder kann man das gar nicht sagen? Das oder kann sagt man der Durchschnitt sagen. Da nichts aus? Nein, weil Trauer, wie lange dauert Trauer an? Wie lange braucht man Unterstützung? Es kommt auch noch mal dazu, es gibt erschwerte Trauer. Ich begleitete lange Zeit ein Mädchen, das die Schwester verloren hat. Mhm. Die Schwester ist in Kanada tödlich verunglückt. Die war dort auf einem Auslandsjahr. Und dieses Mädchen hat mich viel länger gebraucht, wie mich andere Menschen brauchen, weil auch die Eltern natürlich sehr traurig waren und wir eine gute gemeinsame Basis hatten und sie halt viel mit mir reden konnte. Ja. Und dann tritt man kurz an die Stelle der Eltern sozusagen und kümmert sich. Nein, das würde ich nicht sagen, auf gar keinen Fall. Weil da ist ja eine ganz andere Verbindung. Aber sie konnte mit mir anders sprechen wie mit den Eltern. Weil wenn sie mit ihren Eltern gesprochen hat und die auch ihr Leid mitbekommen haben, dann hat sie immer gemeint, dann sind die Eltern noch trauriger. Mhm. Was ja auch ganz oft so ist. Und Kinder wollen den Eltern kein Leid zufügen, sondern wollen gucken, dass sie alles machen, um die Eltern wieder glücklich zu bekommen. Aber sie sind ja selber ganz unglücklich. Das funktioniert nicht. Und dieses muss man gucken, dass man das irgendwie zusammenbekommt und auch beiden Seiten erklärt, was ist hier die Aufgabe, was sind die Rollen. Und ja, meist gelingt das ganz gut. Ja.
Es ist ja, Sie haben es eben angesprochen, Kinder sollte man nicht vor irgendetwas schützen. Und es gibt ja auch so Vorbehalte und Hemmungen, sich überhaupt mit auch Sterbenden zu nähern und zu unterstützen und auch dann wiederum Angehörigen, die trauern, zu nähern. Was würden Sie jetzt anderen Nicht-Betroffenen raten, Freunden, entfernteren Verwandten, Nachbarn? Was hilft Trauernden am meisten in solchen Situationen? Auf keinen Fall die Straßenseite wechseln, weil man selber nicht weiß, was man sagen soll. Also es ist, man kann hingehen und sagen, mir fehlen gerade selber die Worte, wenn ich emotional selber so aufgeladen bin. Weil wenn wir von einem Todesfall hören, kommt auch die eigene Geschichte wieder. Unsere eigenen Verluste kommen. Und viele Menschen müssen dann auch weinen. Und das ist okay. Aber ich kann auch zu jemandem sagen, dem ich mein Beileid aussprechen möchte und der mir so sehr eng ist. Du, hör mal, es kann sein, dass ich jetzt gleich weine, aber ich bin bei dir und wir schaffen das jetzt irgendwie zusammen und wir stehen das so zusammen durch. Man muss manchmal gar nicht viel sagen und man sollte vielleicht auch gar nicht so sagen, ruf mich an, wenn du mich brauchst und dann froh sein, weil manchmal sind die Menschen so traurig, die rufen nicht an. Ne? Die sind so ein bisschen gelähmt, aber dann kann ich einmal die Woche kurz durchrufen und sagen, hey, geht's dir gut? Kannst du irgendwas gebrauchen? Können wir reden? Und Humor, die sollen ihre Sendung gucken, oder? Ich meine so, ja, okay. Ja. Aber auch wiederum nicht jetzt über irgendwas reden und das Thema ausklammern, stelle ich mir vor. Oder ist das, kann das manchmal auch hilfreich sein, zu sagen, wir reden jetzt mal manchmal über... Manchmal ja. Und ich rate auch immer, also auch die Mädchen, wo die Schwester verunglückt ist und den Eltern, dass ich sage, einmal in der Woche sollte es auch einen Abend geben, nur für euch. Die Schwester ist sowieso im Herzen mit. Aber nur für euch, wo ihr über ganz andere Dinge sprecht. Wo ihr über euch redet, über die Zukunft. Wo steht ihr in 2 Jahren? Was gibt es Neues? Was können wir als Familie neu machen? Was macht uns Freude? Und da auch mal die Schwester außen vor lassen. Aber auch in einem Freundeskreis, an Tagen wie Geburtstagen, Weihnachten, einfach da sein und die Trauer dann auch zulassen und mit aushalten. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube auch, ganz viele Menschen wollen heutzutage immer kluge Ratschläge geben. Ja. Die braucht keiner. Also vielleicht einfach nur ein Ohr, mich selbst zurücknehmen und das Ohr geben. Das reicht, denke ich. Frau Mohr, ich habe gelesen, dass Menschen, die auf einer Wöchnerinstation arbeiten und mit Geburt zu tun haben, nicht glücklicher sind als Menschen, die im Hospiz arbeiten und mit Sterbenden zu tun haben. Wenn man sie so erlebt, hat man das Gefühl, das ist wahrscheinlich was dran. Ja. Können Sie das bestätigen? Ich finde das total nett. Ich hatte die erste Familie, die ich begleitet habe, da hat die Mutter immer zu mir gesagt, Marion, weißt du was? Du bist wie so eine Hebamme andersrum. Also, Und das fand ich, das war irgendwie passend. Und ja, ich möchte nichts anderes machen. Also das ist schon das Ding. Und ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann. Genauso wie Dr. Lünz das gesagt hat. Es ist irgendwie, ja, auch sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Marion Mohr, vielen Dank. Danke Ihnen. Ja. Ja, der Tod ist ja natürlich auch dazu da, einem bewusst zu machen, dass die Lebenszeit wertvoll ist, dass man den Augenblick bewusst leben sollte. Ich versuche das manchmal, es ist gar nicht so einfach. Ja? Ich versuche da manchmal so jetzt diesen Moment ganz bewusst, dann ist er schon vorbei, dann gut den nächsten Moment. Dann, manchmal sage ich mir, was mache ich denn so an einem Tag? Dann mache ich mir das klar, was mache ich an einem Tag? Das sind 24 Stunden, das ist verdammt viel Zeit, die man jeden Tag zur Verfügung hat. Das sind 1440 Minuten. Gut, 8 Stunden Schlaf muss man vielleicht abziehen, 8 Stunden ist man bei der Arbeit, bleiben nur noch 480 selbstbestimmte Minuten übrig. Dann Weg zur Arbeit, habe ich gedacht, muss man vielleicht auch abziehen. 30 Minuten Arbeitsweg ist ja im Prinzip auch Arbeitszeit, ist ja jetzt nicht selbstbestimmt. Dann 20 Minuten verbringe ich im Bad, so über den Daumen gepeilt. Pro Tag ist auch irgendwie tote Zeit. Ne, 60 Minuten brauche ich für die Mahlzeiten. Gegessen werden muss natürlich. Weitere 60 Minuten für das Vorbereiten der Mahlzeiten. 15 Minuten am Tag kaufe ich ein im Schnitt. 30 Minuten Sport empfiehlt mein Arzt. Muss ich dann wohl auch abziehen. 15 Minuten bin ich auf Toilette, ist auch nicht Quality Time.
Ne, 5 Minuten hänge ich in Telefonwarteschleifen, 10 Minuten suche ich meinen Schlüssel, 15 Minuten suche ich nach einem Parkplatz, 20 Minuten am Tag verbringe ich mit Überweisungen und diesem ganzen Gedöns, Formulare, die ich ausfülle und irgendwo hinschicke und Briefe, die ich öffne und den Inhalt irgendwo abhefte, 30 Minuten brauche ich für meine E-Mails, 60 Minuten am Tag unterhalte ich mich mit Freunden oder telefoniere mit ihnen, 30 Minuten sind fürs Putzen reserviert, 30 Minuten nochmal für die Partnerschaft, das mache ich auch konsequent, weil wirklich Experten empfehlen, man sollte sich die Zeit nehmen. Das ist wirklich, habe ich ganz oft, da steht wirklich von Brigitte bis Bunte, überall 30 Minuten jeden Tag unter 4 Augen, ja, einfach sich füreinander Zeit nehmen. Also ich mache das ganz konsequent. Ich stelle eine Uhr auf, sage, Schatz, die Zeit läuft, unsere halbe Stunde. Weitere 30 Minuten sollte man jeden Tag Zeit mit seinen Kindern verbringen. Davon sagt man 20 Minuten lang, leg bitte das Smartphone aus der Hand. 15 Minuten lese ich Zeitung, 3 Minuten lang ziehe ich mich an und 1 Minute lang ziehe ich mich aus. Und wenn ich das alles zusammenrechne, dann, ja, dann macht das am Ende genau 1 Minute, die mir pro Tag zum Leben bleibt. Und die will ja dann natürlich wirklich verdammt gut genutzt sein. Jürgen mag an Annette, dass Annette ihm Bestätigung gibt. Und Annette mag am Jürgen, dass der Jürgen ihr Sicherheit gibt. Carla weiß, dass sie sehr viel in die Beziehung investiert hat. Und sie ist sich nicht ganz sicher, ob das Investment sich rentiert hat. Die Ehe von Rainer und Wiebke ist harmonisch, fröhlich und munter. Seit 14 Jahren glücklich, die Kinder leiden am meisten darunter. Ja, die Liebe. Ja, die Liebe hat mit Liebe nichts zu tun. Ja, die Liebe hat mit Liebe nichts zu tun. Vanessa darf ins Recall, sie träumt davon, ein Star zu werden. Sie wird in Interviews erzählen, zum Glück gibt's Freunde, die mich erden. Der Martin fühlt sich heute mal zu Recht als echter Held. Zum ersten Mal gepokert, schon gewinnt er richtig Geld. Der Kevin hat beim 3-2-Sieg seiner Mannschaft mitgezittert und denkt sich, wenn ich Follower hätte, hätte ich das getwittert. Ja, das Glück hat mit Glück nichts zu tun. Ja, das Glück hat mit Glück nichts zu tun. Wolfgang hat den Job gekriegt und haut jetzt richtig rein. Dann kann er vielleicht mit 50 schon früh Rentner sein. Seit Cornelia den Hund hat, hat sie wieder jemand gern. Und Hans sagt, seit es Facebook gibt, sehe ich viel weniger fern. Almut reist viel um die Erde und stellt fest, in anderen Ländern, da ist die Armut oft viel schöner. Das muss sich in Deutschland ändern. Ja, das Leben. Ja, das Leben hat mit Leben nichts zu tun. Ja, das Leben hat mit Leben nichts zu tun. Einfach immer geradeaus, immer weitergehen, weitergehen. Einfach immer geradeaus, immer weitergehen, weitergehen. Einfach immer geradeaus, immer weitergehen, weitergehen. Einfach immer geradeaus, immer weitergehen. Es gibt nichts zu sehen. Pause. Willkommen zurück. Willkommen zurück im zweiten Teil, meine Damen und Herren. Wenn man über den Tod redet, muss man natürlich auch über die Profession reden, die immer, zumindest in Deutschland, immer mit dem Tod zu tun hat, nämlich Bestatter. Bestatter ist eigentlich ein grundsolider Beruf, ja, relativ krisenfest. Ich habe aber gehört, Bestatter als Beruf hat kein so gutes Image. Bestatter haben es zum Beispiel schwer, einen Partner zu finden.
vielleicht, weil man immer Angst hat, er bringt sich noch Arbeit mit nach Hause. Ich weiß es nicht genau. Ich habe wirklich gehört, es gibt Bestatter, die beim Date sagen, ich bin in der Holzbranche. Also lieber, wobei ich ja glaube, dass die meisten Bestatterinnen und Bestatter den Beruf nicht bewusst wählen, sondern das ist ja doch so der klassische Fall, immer noch Familienbetrieb. Stelle ich mir so vor, oder? Dann irgendwann stirbt dann der Vater, der eben auch Bestatter war, und dann sitzen eben Tochter oder Sohn bei ihm und sagen, komm, okay, komm, wir überleben den Laden. Jetzt machen wir weiter, den ersten Kunden haben wir schon, also alles wunderbar. Es gibt heutzutage natürlich immer mehr Herausforderungen, stelle ich mir vor. Es wird erstmal immer individueller, es kommen natürlich auch neue Religionsgemeinschaften dazu. Es gibt inzwischen viele Muslime in Deutschland, da läuft die Bestattung anders. Bei den Muslimen ist es zum Beispiel nicht üblich, die Toten in Särgen zu bestatten. Normalerweise werden die in Tücher gehüllt und mit dem Kopf in Richtung Mekka ausgerichtet. In Deutschland ist aber ein Sarg vorgeschrieben. Also Bestattung ohne Sarg ist in Deutschland grundsätzlich nicht erlaubt. Man hat deswegen in Hessen offenbar eine Art Cabrio-Sarg entwickelt, der beidem Rechnung trägt. Also der oben mehr oder weniger offen ist, Sarg mehr oder weniger ohne Deckel. Sowieso muslimische Beisetzung auch nach anderen Regeln. Zum Beispiel bei einer muslimischen Bestattung muss offenbar am Grab gefragt werden, ich habe es gelesen, ich war noch nie bei einer, aber es muss am Grab gefragt werden, ob der Tote noch bei irgendjemandem Schulden hat. Ja, und wenn das der Fall ist, dann muss der älteste Sohn noch bei der Trauerfeier die Schulden begleichen. Also mit Schulden darf da keiner ins Grab. Stellen Sie das mal vor. Ja? Man könnte unsere gesamte Bundesregierung nicht beerdigen. Also nach muslimischen Ritus. Ging nicht. Dann, wo wir bei verschiedenen Religionen sind, was auch seit einiger Zeit doch zumindest sich in Kreisen der Bevölkerung, in bestimmten Kreisen der Bevölkerung großer Beliebtheit erfreut, das sind ja Fußballbestattungen. Der HSV zum Beispiel bietet es an, in Hamburg auf dem Friedhof von Altona gibt es eine Fläche, die wie ein kleines Stadion gebaut ist. Kleines Stadion und der Eingang ist ein großes steinernes Tor und der Boden ist mit original bespieltem HSV-Rasen, ja, bepflanzt. Da kann man es ja in HSV-Särgen beerdigen lassen. Und wenn man sich das Spiel angeguckt hat, am Wochenende, würde ich sagen, da ist unterm Rasen mehr Leben als auf dem Rasen, würde ich mal sagen. Ne? Es gibt viele Varianten. Man kann sich offenbar auch nach dem Tod, man kann aus der Asche Diamanten machen lassen, wer es mag. Also die Asche wird dann gepresst zu einem Diamanten, dann kann man wahrscheinlich als Ring das tragen. Hier, mein erster Mann, mein zweiter Mann, der Bofrostmann, nee, egal. Also es ist. Und es gibt einen Trend zur Billigbestattung. Das ist natürlich wiederum Konkurrenz zu den wirklich alteingesessenen Bestattern. Es wird offenbar immer billiger. Es sterben, glaube ich, im Jahr in Deutschland etwa 900.000 Menschen. Es werden aber nur 500.000 deutsche Särge verkauft. Die anderen sind eben Billigsärge, meistens aus dem Osten. Ne? Also in Deutschland kostet ein Sarg im Schnitt etwa 800 Euro. In Polen kriegt man den für 400, in Tschechien für 300, in Rumänien für 50. Ich weiß gar nicht, ob die noch Holz nehmen oder ob da einfach nur die Henkel dran geschraubt. Ich weiß es nicht genau. Es gibt Bestatter, die offerieren Online-Bestattungen. Gibt es tatsächlich www.ruhesanftundbillig.de oder Sargdiscount. Wahrscheinlich wird man auch nicht mehr persönlich da beraten. Da ruft man eine Hotline an und dann heißt es, hier ist Ihre Online-Bestattungsstelle und wenn Sie tot sind, antworten Sie bitte mit ja, leider. Wahrscheinlich. Der Nachteil bei diesen Discount-Bestattern, diesen Billigbestattungen, ist, man muss den ganzen Papierkram selber machen. Man muss sich um alle Formalitäten komplett selber kümmern, meistens. Und das ist ja in Deutschland wirklich enorm umfangreich. Ich glaube wirklich, in keinem anderen Land der Welt gibt es so viele Regeln und Gesetze zum Tod. Deutschland ist zum Beispiel das einzige Land der Welt, in dem es einen Leichenpass gibt. Ja, also wenn Sie eine Leiche überführen wollen ins Ausland, brauchen Sie einen Pass, einen Leichenpass. Gibt es sonst nirgendwo. Ja? Und den muss man auch wirklich bei den Passämtern muss man den abholen. Auch sonst in deutschen Gesetzen ist wirklich alles geregelt. Es heißt zum Beispiel in einem Kommentar zum Bundesreisekostengesetz wörtlich, stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Gut, dass das mal geklärt wurde. Ne? Bevor man für den Flug zur Himmelstür noch Spesen abrechnet. Oder es gibt einen Satz aus dem Bundessteuerblatt, Zitat, es ist nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit zu werten.
Ich glaube wirklich, solche Gesetze gibt es nur in Deutschland. Solche Sätze gibt es überhaupt nur in Deutschland. Auch hier gibt es eben besonders rigide Bestattungs- und Friedhofsordnungen. Man darf ja sonst überall auf der Welt auch die Asche von Verstorbenen mit nach Hause nehmen. In Deutschland darf man das nicht. Es muss beigesetzt werden. Man darf auch auf Grabsteinen keine lustigen Sprüche hinterlassen, weil das eben auch die Würde der Toten gefährdet. Das ist aber nicht überall so. In anderen Ländern gibt es auf Grabsteinen wirklich eigenartige Sprüche. Zum Beispiel auf einem Friedhof in Donauberg im Zillertal gibt es die Grabinschrift: Mein Weib deckt dieser Grabstein zu für ihre und für meine Ruhe. Oder in Pirns in Tirol gibt es offenbar einen Grabstein. Er hat hinab zur Weißbachschlucht nach einem kurzen Weg gesucht. Er kam hinunter, doch nicht heil. Der Weg war kurz, jedoch zu steil. Schon sehr poetisch, oder? Relativ bekannt auf dem Grabstein des Schriftstellers Karl Julius Weber steht: Hier ruhen meine Gebeine, ich wollte, es wären deine. Sehr schön und auch ziemlich bekannt auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise: Enfin seul, endlich allein. Ist auch schön. Das ist in Deutschland auch undenkbar, was allerdings nicht reglementiert ist, soweit ich weiß. Das sind Todesanzeigen. Und mein nächster Gast hat tatsächlich die Leidenschaft, außergewöhnliche, besondere, lustige Todesanzeigen zu sammeln. Ich habe sie mal kurz mit ihr über dieses Thema gesprochen, auch im Rahmen einer anderen Veranstaltung. Da ging es ums Hospiz und ich fand, das ist ja unglaublich. Das müssen noch mehr Leute mitbekommen. Herzlich willkommen, Margit Schröer. So, wo willst du stehen? Wo soll ich stehen? Vielleicht hier, dann näher an der Leinwand, genau. Weil, gut. Zunächst mal, ja, Thema des Abends. Hat der Tod Humor? Nein, der Tod hat keinen Humor. Ich habe 30 Jahre in der Klinik gearbeitet, viele sterben sehen. Der Tod hat keinen Humor. Aber wir brauchen den Humor, wir Menschen insgesamt, weil, was hat schon Immanuel Kant geschrieben? Der Mensch hat gegenüber den Widrigkeiten, und ich erweitere jetzt den Spruch, und den Widerlichkeiten der Mitmenschen, drei Dinge zum Schutz des Lebens. Die Hoffnung, den Schlaf und den Humor. Was können wir schon gegen den Tod ausrichten? Seine Erfolgsquote lag und liegt bei 100%. Da kommen wir nicht ohne durch. Also versuchen wir doch gegen diesen übermächtigen Gegner ein bisschen anzukommen, indem wir ihn verlachen, auslachen und ihm damit etwas von seiner Macht nehmen. Wir fürchten den Tod, wir haben Angst vor ihm. Und was hilft hier? Der Gegenspieler der Angst ist der Humor. Das sind Antagonisten. Die können nämlich nicht beide gleichzeitig auftreten. Und von daher möchte ich auch Viktor Frankl, den berühmten österreichischen Psychiater und Psychotherapeuten, gleich zitieren. Man muss als Hintergrund wissen, er hat als einziger seiner Familie die Hölle des KZs überlebt. Und hat anschließend geschrieben, aufgrund seiner Erfahrung eben, dass nichts geeigneter ist, Distanz zu einer belastenden Situation zu erzeugen, als der Humor. Der Humor ist eine Trotzmacht des menschlichen Geistes, wie er das wunderbar beschrieben hat in der ärztlichen Seelsorge. Und genau das berichten mir viele Patienten und alte Menschen, dass der Humor ihnen häufig über die Klippen des Lebens hinweggeholfen hat. Und diese Menschen behalten ihren Humor bis ans Lebensende. Wie sagte doch eine Patientin im Hospiz am EVK: Wenn ich jemals im Leben Humor nötig hatte, dann doch wohl jetzt. Das Hobby Todesanzeigen sammeln, das ja. Hat ja auch mit unfreiwilligem Humor zu tun. Ja. Meistens ist das ja doch unbewusst, dass da irgendwas reinrutscht. Wie kommt man überhaupt dazu, Todesanzeigen genauer sich anzuschauen und daraufhin abzuklopfen? Tja, das habe ich in der Familie gelernt. Mein Vater schlug jeden Morgen die Zeitung auf und sagte: Mal gucken, wer all nicht mehr bei Karstadt einkaufen geht. Hat mich als Kind schon interessiert. Und dann habe ich anhand der Todesanzeigen, weil ich so ein neugieriger Mensch war, sozusagen Lesen vor der Schule gelernt, anhand von Todesanzeigen. Ja, ich wollte die entziffern, weil mich das immer, ne, als neugieriger Mensch immer sehr interessiert hat. Und
dann ging es irgendwann los, dass man merkte, da sind irgendwie bestimmte Eigenarten, Kategorien, da gibt es was zum Schmunzeln. Wann war das ungefähr? Oh, vor 40 Jahren schon. Vor 40 Jahren? Ja, da habe ich dann Psychologie studiert und dann dachte ich immer, wie spannend, doch zu entnehmen, wie Menschen charakterisiert werden in einem Satz. Was bleibt da übrig von einem Leben? Damals gab es noch keine Bilder, keine Fotos und so weiter, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, wie Todesanzeigen gestaltet werden. Aber trotzdem war es für mich so interessant, wie ein Mensch von den Hinterbliebenen beschrieben wird. Und wie viele Todesanzeigen sind zusammengekommen inzwischen? Wie viele sind im Archiv? Also ich würde mal schätzen, 35.000 bis 40.000 Todesanzeigen habe ich. Unglaublich. Und gibt es Zeit? Wahnsinn, das ist unglaublich. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Ne? Aber es ist wirklich ganz genau, aber der Vorteil ist ja, muss ich jetzt auch noch mal sagen, andere sammeln großes Zeug, Todesanzeigen sind ja ganz klein und kann ich schön in einem Aktenordner Schränken unterbringen. Aber es ist so verschlagwortet, dass man auch sagt, da gab es doch zu dem Thema, gab es das. Ja. Und das findet man dann auch relativ schnell. Finden Sie relativ schnell, ist ja irre. Ja. Und gibt es Zeitungen, das würde mich auch noch interessieren, Zeitungen, wo man besonders häufig fündig wird oder andere, die man eher außer Acht lassen kann? Oder muss man querbeet die gesamte Zeitungslandschaft auch lokal? Ja, ich gucke schon täglich 15 deutschsprachige Zeitungen durch. Nur die Toll. Oben, ich bin in Rente, muss ich dazu sagen. Aber nur, wenn ich mehr bei Karstadt einkaufe. Ja, Wahnsinn. Nur wenn ich mehr, vielleicht auch bei Kaufhof, keine Ahnung. Na, so muss man ja sagen. Na, und da habe ich einfach Zeit für. Und ich scroll die im Internet, findet man die ja heutzutage, obwohl viele Freunde mir noch schicken, scroll ich die so durch und erkenne eigentlich auf den ersten Blick schon, das ist eine besondere. Besondere heißt, die weichen so vom den üblichen der Zeit ab. Mhm. Ne, so. Und dann verbeiße ich mich da drin. Und Sammlern wird ja immer unterstellt, das wäre ein makabres, nekrophiles Hobby. Nein, bei mir löst das, ich würde sagen, und bei anderen auch Kontemplation aus. Wir vertiefen uns in den Tod und seine Formulierungen und was so benutzt wird. Also man kennt es natürlich von Leuten, die auch mit fortschreitendem Lebensalter und verrinnender Lebenszeit immer häufiger natürlich gucken, wer aus dem Freundeskreis das Heilige, wo muss man kondolieren, wo muss man zur Beerdigung und so. Aber das ist ja jetzt wirklich ein wissenschaftliches Interesse. Und was gibt es so für Oberkapitel, für Kategorien, in denen man grob Todesanzeigen kategorisieren? Ja, die sind ja eigentlich eine kulturgeschichtliche Fundgrube, diese Todesanzeigen, wenn man die über viele Jahre verfolgt. Und mir schicken eben Freunde, Freundinnen auch alte Todesanzeigen zu. Und wenn Sie Todesanzeigensammlungen auflösen, schicken Sie mir, geben Sie wenn an wir uns auflösen, muss ich da jetzt mal Reklame machen? Ja. Weil irgendwann sagte eine Ärztin letztens, als ich über Todesanzeigen gesprochen habe, ich habe meine ganze Sammlung weggeworfen. Okay, also das war natürlich. Es gibt viele, die sammeln, es gibt viele, die. Ja. So nicht systematisch wie ich jetzt und die dann eben so Kategorien haben von wegen kulturgeschichtliche Fundgrube. Es sagt sehr viel aus, unsere Einstellungen zu Krankheit, zu Alter, Formulierungen zu Sterben und Tod und dann auch Trauerriten. Es verändert sich momentan enorm, dass ich eben in Süddeutschland schon häufig finde, wir gehen in aller Stille auseinander nach der Beerdigung. Mhm. Und das finde ich als Psychologin, also müsste verboten werden, weil letztlich der Leichenschmaus ist auch so etwas, was ganz wichtig ist. Man kommt vom Grab und isst und trinkt zusammen und steckt sich wieder für das Leben an, finde ich. Ne? Mhm. Man gewinnt wieder, das Leben gewinnt einen zurück. Und dann werden ja die Anekdoten erzählt. Ne? Mhm. Und dann weißt du noch, der Willi damals und so. Ne? Also finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Da verändert sich leider unsere Landschaft hier, unsere Trauerlandschaft. Ne? Und das erste Lachen beim Beerdigungscafé ist auch sehr befreiend. Ne? Ganz dann, wichtig sozusagen. Ne? Jetzt sind wir wahnsinnig neugierig. Was Sie mitgebracht haben, was für Was eine ganze Anzeigen, Menge. Was kann man, ja, ich will noch Folgendes sagen. Es liegt mir, also Sie werden jetzt einige Todesanzeigen sehen, nicht 30.000 oder so, auf keinen Fall. Einige Todesanzeigen sehen und da kommt eben manchmal gewollt und ungewollt auch Humor drin vor. Yeah. Ne? Meistens gewollt. Und es liegt mir wirklich fern, Angehörige jetzt hier damit zu bewerten. Für mich als Psychologin ist es immer wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg in der Trauer
in der Verarbeitung des Verlustes findet. Und gerade auch so Anzeigen können dann auch befreiend sein. Und die sind alle in Zeitungen oder im Internet veröffentlicht, also veröffentlicht worden mit manchmal ganz bestimmten Botschaften, was Sie gleich sehen werden. Jeder kann und konnte sie dort lesen. Damit ich nicht immer da rumlaufen muss, habe ich mir die hier ausgedruckt. So, aus Umfragen ist bekannt, dass Todesanzeigen zu den meistgelesensten Anzeigen der Lokalpresse gehören. Das wurde in der ersten Todesanzeige von einem bekannten Düsseldorfer Werbepapst auch eben. Da lesen Sie nämlich oben von dem Werbepapst Werner Butter, der eben auch eine große Werbeagentur in Düsseldorf hatte. Die interessantesten Anzeigen sind die Todesanzeigen. Und unten ganz klein auf der anderen Seite steht, der Mann, dem wir unendlich viel zu verdanken haben, hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Tschö, Werner. Offensichtlich war auch Herr Trendel Bernd ein eifriger Leser von Todesanzeigen. Da lesen wir nämlich, oft haben wir sonntags zusammengesessen und die Anzeigen gelesen und uns gewundert, wer alles verstorben ist. Jetzt bist du es, dessen Namen wir heute lesen. So ist das Leben. Nichts ist unendlich, hättest du gesagt. Und dann wird noch mal extra sein Lachen erwähnt. Über Sterben und Tod zu sprechen, fällt uns allen schwer. Selbst in Todesanzeigen fehlen oft Worte, die Worte nämlich Tod und Gestorben, findet man sozusagen nichts. Manchmal nur durch Geburts- und Todesdatum auch. Stattdessen heißt es, mein Mann, Dr. Med-Uwe Hübner, hat es nicht geschafft. Lieber Volkmar, jetzt bist du leider viel zu früh hinter die gedachte imaginäre Linie getreten. We have white wine with a fish. Und Maria Bong ist also unübertroffen. Und komm für mich, die letzte Nacht sind keine Tränen angebracht, weil meine Seele quietschvergnügt von einem Stern zum anderen fliegt. Heutzutage sind auch die Jenseitsvorstellungen sehr bunt. Ich habe ein paar mitgebracht. Unser gemeinsamer Herrenabend findet woanders statt. Und Peter Weinberg sagt, ich bin im Studio. Und Ursula Burian, unsere geliebte Ulla ist umgezogen, sie wohnt jetzt bei den Engeln im Obergeschoss. Und Henry, das ist schon was ganz Besonderes. Du sitzt mit deinem so charmanten, verschmitzten Lächeln im Gesicht in deinem Bentley Cabrio dem Regenbogen entgegenfahrend. Das Jenseits verheißt also auch noch kulinarische Genüsse. Und wo wären die Verstorbenen viel lieber gewesen? Lieber wäre ich in die Schreinerei gegangen. Ja. Ist kein Bibelspruch, oder? Ich glaube nicht. Nee, noch nicht. Müssen wir mal die apokryphen Bibelteile durchschauen. Ne? So, und Erna Müller ist täglich mit dem Fahrrad in den Garten zu Gemüse, Obst und Spaten gefahren. Und dann steht da, unsere Wühlmaus wurde von schwerer Krankheit ausgebremst. Vielleicht wühlt sie jetzt im himmlischen Garten. Je nachdem. Ne? So. Jetzt eine insgesamt ungewöhnlich gestaltete und formulierte Todesanzeige. Ein echter Hingucker, wie wir dazu sagen. Kurz weg. Roger Charles Kurz ist wieder unterwegs. Er reist alleine, aber mit einem unglaublichen Leben im Gepäck. Na, das ist doch wirklich ein Hingucker, wenn man die findet, ne? Auch ein biblisches Alter kann mit Heiterkeit gelebt und vorgelebt werden, wie uns hier Frau Müller zeigt, die mit 101 Jahren gestorben ist. Sie hat oben selbst ein Zitat, manchmal wünsche ich mir, dass ich morgens aufwache und feststelle, dass ich gestorben bin. Und auch wie süß, Gott hat sie in den Arm genommen. Und noch ganz besonders betont wird in der Anzeige, dass sie in dem Heim, wo sie war, vielen Mitmenschen bis zum Schluss mit ihrem fröhlichen Wesen erfreut hat. Das ist doch mal was wirklich sehr Nettes. Auf Fitness legen viele Menschen heute Wert, hattest du ja auch schon erwähnt, so auch Erika Sauer, oben links. Ich bin fit fürs Sterben. Anders hat es Lieselotte Lächele, Nomen ist Omen, ausgedrückt.
Mein Name ist Gummi, ich verzieh mich. Und dann steht auch in ganz vielen Todesanzeigen inzwischen, dass man den Humor eben vermisst. Bei ihr auch. Wir wissen sie in Gottes guten Händen und werden sie und ihren Humor sehr vermissen. Übrigens, wissen Sie, dass Adenauer gesagt hat, die einen kennen mich, die anderen können mich. Maggie hingegen meinte, die mich kennen, mögen mich, die mich nicht mögen, können mich. Nach einem durchgeknallten, erfüllten Leben nehmen wir Abschied von einer liebevollen Mama, einer starken Frau, einem bunten Paradiesvogel. Mit einem Herz aus Gold noch dabei. So, Frau Huhn wäre jetzt viel lieber am Strand, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Familie Huhn war wohl sehr humorvoll. Ne? Ich wäre jetzt auch lieber am Strand und sie heißt Huhn. Und dann gucken Sie mal, wer all drunter steht. Mummel, Mutsch, Mama, Oma James, Oma Hals, Christa, Hühnchen, Hühner, Christa, das verrückte Huhn, Hühner. Ja, und was ist dann passiert nach dem Tod? Wir haben sie, wie es ihr Wunsch war, ohne großes Federlesen beigesetzt. So, ja. Mancher Verstorbene formuliert seine Anzeige selbst und hinterlässt der Nachwelt oft wichtige Botschaften, wie Hans Weichlein. Letzte Meldung, ab sofort bin ich telefonisch nicht mehr zu erreichen. E-Mails landen im Papierkorb und Briefe im Altpapier. Zusammen mit dem Löffel habe ich Hörgerät und Brille abgegeben. Und jetzt kommt's, jedem, den ich irgendwann einmal kritisiert, auf den Arm genommen oder gar beleidigt habe, möchte ich anschließend versichern. Ich habe es gerne getan, habe es genossen, es war ein Riesenspaß, ab heute fehlt euch was. Bestimmt bei diesem Menschen hier. Ja. Ne? Genau. Eher konservativ gestaltete Anzeigen sind heute noch in der Mehrzahl. Aber die Individualität wird mehr und mehr gezeigt. Lieblingssprüche der Verstorbenen werden heute gerne zitiert. Natürlich gibt es eine jenseitige Welt. Die Frage ist nur, wie weit ist sie von der Innenstadt entfernt und wie lange hat sie offen? Woody Allen hattest du ja auch schon. Und Tinny Schnabrich ist ganz wichtig, endlich durchschlafen. Genau. Und unten der Herr Otto, mein Leben war schön, aber teuer. Tja, ne? Genau. Und Uschi bestätigt bei Karin Kinder, du hattest recht, es ist alles Mausekacke. Fazit eines Lebens, ja. Wie auch hier bei Herrn Tobis, so ist das Leben. Zack ist man weg vom Fenster, hat Opa Kalli gesagt. Und auch in fremdsprachigen Anzeigen finden wir die Zitate der Verstorbenen. Ich bin jetzt nicht aus Köln, ich zitiere da oben das nicht, aber Christian Geuer, das war der Spruch. Dor pip die pip, dor pip die pup, du kannst für mich Fräulein sage. Dat wörn oft ding wörd und die werde me vermesser. Das sind doch gute Freunde, die da drauf bringen. Ja. Ne? Ja. Die philosophische Durchdringung der Mysterien des Daseins, zu der Frau Wilke in ihrem 87 Lebensjahren gelangte, wollten die Hinterbliebenen uns nicht vorenthalten. Das Leben ist nicht nur Lititi, es ist manchmal auch Latata. Steht wirklich da. Und es ist aber auch ein Zitat von ihr. Ah ja, okay. Ein Zitat von ihr. Ja, ne? Ja. Und Sie kennen sicher auch solche Frauen wie die beiden folgenden, die ich ausgesucht habe. Ilona Weiß, wo ist Loni? Die ist schon mal vor, um gute Plätze zu reservieren für uns, wie immer. Sie kennen doch solche Frauen, ne? Die legen dann die Handtücher morgens schon auf die Liegestühle am Pool. Und nebenan eine Münchnerin, das Fenster ist leer. Sie kennen diese Frauen, im Erdgeschoss wohnend, morgens Fenster auf, Kissen raus, Kaffeetasse daneben. Und Frau Huber haben es schon gehört. Und das ist doch charakterisierend. Das Fenster ist leer. Wunderbar. Hätte ich nicht besser ausdrücken können. Ja, und dann noch humorvolle Hinweise, wie bei Sabine Janzi. Du hattest so viel Herz, du hattest einen wunderbaren Humor bis zum Schluss. Und dann die Aufforderung, wenn ihr an mich denkt, trauert nicht nur, sondern lästert auch. Ist doch herrlich. Und hier einen Mann, der Herr Meister nebenan, der seinen Hinterbliebenen einen Tipp gibt. Bleibt im Leben und lacht für mich weiter.
Ist doch toll, ja. Diese Aufforderung. Ne? Genau. Und wenn einem nun die vorgefundene Ewigkeit nicht passt, denn nicht jeder ist mit dem vorgefundenen Paradies zufrieden. Ich hoffe auf die Ewigkeit, aber wie komme ich da wieder raus, wenn sie mir nicht gefällt? Oder Gerhard Kaiser, wenn Mozart nicht im Himmel sein sollte, bleibe ich auch nicht da. Jetzt einige Beispiele für ganz besonderen Humor. Zwei Schweizer Anzeigen aus der Neuen Züricher Zeitung. Hans Rudolf Ries, sein Humor. Das ist noch Gerhard Kaiser, genau. Das ist, ah, da ist er. Achso, Entschuldigung. Jetzt kommt die zwei Schweizer Anzeigen. Also die haben auch Humor, sieht man ja hier. Nämlich seine humorvolle Lebensart zeigt sich im Sinnspruch, den er gewählt hat. Was ist der Unterschied zwischen einem Spatz? Beide Beine sind gleich lang, besonders das linke. Das steht auf der Todesanzeige. Und nebenan bei Thomas Büchi, der auf einer Fahrt durch Frankreich seinen krebskranken Körper zurückgelassen hat, das heißt also verstorben ist. Und das finde ich ganz toll. Sein Humor wird unser Schwimmgürtel im Strudel der Trauer sein. Marion Mohr hat ja schon erwähnt, dass Trauer manchmal ganz kompliziert sein kann und prolongiert sozusagen. Und ist auch, es ist noch nicht behandlungsbedürftig, manchmal ist es schon behandlungsbedürftig. Und wenn er dann eben mitgibt und die auch schreiben, sein Humor wird unser Schwimmgürtel im Strudel der Trauer sein. Toll. Das ist toll. Ja? Und nochmal eine Schweizer Anzeige, nämlich Familien Le Boyer. Da ist nämlich Frédéric Le Boyer, werden die wenigsten von Ihnen kennen, ein ganz berühmter Professor in der Schweiz, Gynäkologe, Geburtshelfer. Der hat die sanfte Geburt als erster propagiert und ganz viel darüber veröffentlicht. Und seine Kinder oder wer noch verwandt ist, wir haben die Traurigkeit oder die Freude, wie es Ihnen gefällt, Ihnen mitzuteilen, dass Frédéric Le Boyer noch einmal eine Reise angetreten hat. Jetzt habe ich das nicht hier bei mir. Aber dieses Mal ohne eine Adresse zu hinterlassen. Und Willi Möse, da sehen wir ja hier oben, da sind die alle auf dem Berg und hängen sozusagen an dem Tisch. Jetzt habe ich irgendwas verloren hier. Ich glaube, das war das Batterien. Ja, gut, suchen wir gleich, genau. Noch funktioniert das Ding. Ja. Und bei Willi Möse heißt es, wer dagegen ist, den bitte ich um Handzeichen. Natürlich! Und dann steht da, natürlich waren wir dagegen, aber der liebe Gott hielt den 14. Februar offenbar für den richtigen Zeitpunkt, um unseren geliebten Ehemann, Vater zu sich zu nehmen. Ebenso wie bei Rudi und Harald Rieder aus Vorarlberg, es gibt Schlimmeres, als morgens aufzustehen. Ne? Und auch sein schwarzer Humor. Und bei dem 47-jährigen Harald Rieder, wunderbar formuliert von seiner Familie, Harry hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Er war ein besonderer Mensch. Seine Leidenschaft waren seine Tattoos. Sein Wahlspruch war, lieber tätowiert als vom Leben gezeichnet. Leider ist es anders gekommen. Wir alle wissen, dass er am Ende durch die Krankheit sehr wohl gezeichnet war. Und trotzdem war er in einzigartiger Weise ein positiver Mensch und ein Kämpfer. Er hat sich in keiner Weise von seiner Krankheit unterkriegen lassen und nie seinen besonderen Humor verloren. Hier noch zwei meiner Lieblingsgedenkanzeigen, nämlich bei Renate Levermann heißt es, in jeder Blüte, die im Frühling wächst, in jeder Möhre und jeder Kartoffel in unserem Garten, auch in den Enkelkindern, ist ein Teil von dir. Das wollen wir uns jetzt nicht so genau vorstellen, wie das mit dem Teil von dir jetzt geht. Auch die Reihenfolge ist interessant, ja. Ja, ne? Genau, finde ich auch die Reihenfolge, genau. Ne? Und hier ein ganz liebevolles Verhältnis zwischen einem Schwiegersohn und einer Schwiegermutter. Ne? Zur Erinnerung, Köln übrigens, zur Erinnerung an meinen Schwiegersohn Peter Söndgerath, dem liebenswertesten Schweinehund der Welt. Unvergessen und nie zu ersetzen, deine Lieblingsschwiegermutter. Manchmal wird auch Humor und Heiteres grafisch dargestellt, wie hier bei Ellen Müller sitzt der Engel oben im Himmel schon über dem Dom und hat die rote Nase umgeschnallt, weil Ellen Müller kommt. Und bei Hermann Josef Leberts, der Text ist wunderbar, gestürzt in die Unendlichkeit des Nie-mehr. Nach Wochen des Taumelns zwischen Hoffnung und Verzweiflung verließ er uns lächelnd und verwandelt in unendlichen Frieden.
und dann im Krankenhaushemd und dann mit der Nase. Und unten müssen Sie sehr genau darauf achten, Uwe steht vor dem Spiegel und im Spiegel sieht man schon seinen Heiligenschein und den Palmwedel. So hat er sich da dargestellt. Fröhlichkeit und Spaß scheinen auch Gott nicht fremd. Wie war hier bei Dietmar. Dietmar, mein lieber Dietmar, so wie ich dich kenne, pinselst du die Himmelpforte erst noch neu, bevor du hereingelassen werden möchtest. Gott und du, ihr werdet viel Spaß haben, denn bald erstrahlt der Himmel in neuem Glanz. Und dann haben wir noch Dr. von Jörg Friedrich von Bremen-Kühne. Da steht, er war ein glücklicher Mensch, er ruht nun im Frieden Gottes und harrt gemäß seinem Glauben einer fröhlichen Auferstehung und des Eingangs in das ewige Licht. Ist doch toll ausgedrückt. Genau. Manchmal verstehe selbst ich nicht die rätselhaften Anspielungen in den Anzeigen. Als alte Kennerin, kennen Sie die Verknispelung der Antipinopse? Dazu braucht es wohl schwarzen Humor und einen Charakter wie Beton. Das steht hier. Eben. So. Und wir kommen langsam zum Schluss. Nämlich, ohne Kommentar, das Nächste. Er war ein Mann wie ein strahlender Stern. Ein Komet aus den Tiefen des Alls. Sein Schweif glühte für uns alle. Also, zwischen Originalität und Peinlichkeit ist ein schmaler Grat. Ja. Na so. Ja. Er geht in diese Tiefen zurück. Ja, ja. Genau. Das ist toll. Mhm. Und also es wird offenbar nicht Korrektur gelesen, oder? Gibt's das irgendwie? Nein. Gibt es eine Instanz? Nee. Das sowieso nicht. Es gibt kein Lektorat oder irgendjemand, der sagt, überlegen Sie noch mal. Oder wir haben ja auch... Wir hätten noch Psalm 90 genau. Oder so, das ist er nicht. Richtig, nee. Vor kurzem habe ich auch eine Anzeige in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gefunden, wo alles ausgefüllt war und dann finde ich Todesdatum überhaupt nicht, XXXX. Dann gucke ich weiter, unten, Beerdigung, XXXX, da und da, aber keine genauen Daten. Da habe ich schon gedacht, das kann nicht sein. Am nächsten Tag kam die Entschuldigung. Sie haben die Anzeige schon vorliegen, hatte die Dame schon aufgegeben, aber die lebt noch. Ja. Ne? Totgesagte leben länger, muss man da noch mal. Ne? Und der Art Directors Club verabschiedete sich mit folgender Anzeige von Loriot. Lieber Gott, viel Spaß. Ich hoffe, dass Sie sich an diesen Todesanzeigen erfreut haben. Ich gehe immer sehr wertschätzend damit um, finde ich ganz wichtig, wie ich ja schon sagte. Und so als Anregung von meiner Seite aus für Humor und Heiterkeit im Leben. Bis zum Tod. Danke. Vielen Dank. Marius Röhr. Gut. Sein glühender Schweif hat bleibende Spuren hinter. Das wird mir nicht aus dem Kopf gehen. Interessant, ja, man denkt ja immer so das große Ganze mit dann auch. Und man merkt natürlich im Angesicht des Todes auch, wir sind eben nur kein sehr kleiner Part im Universum. Wir sind natürlich letztlich auch so unwichtig, dass die Natur sagt, ja, ist auch verzichtbar. Ne? Diese Gnadenlosigkeit wird einem dann sehr bewusst, wenn man mit dem Tod konfrontiert ist. Ist aber sicher sinnvoll, auch den Blickwinkel rechtzeitig ein wenig zu verändern, den Maßstab zu verändern, ein bisschen das Blickfeld zu erweitern. Manche Menschen denken wahrscheinlich gar nicht darüber nach, dass sie sterblich sind. Donald Trump zum Beispiel, glaube ich nicht, dass der jemals einen Gedanken daran verschwendet hat. Er denkt, er hätte ein gutes Verhältnis zu Gott und manchmal gibt er Gott Tipps und das wird schon alles so, auf persönlicher Ebene wird ja bei ihm sehr viel geregelt. Aber wenn man so ein bisschen den Maßstab verändert, stellt man natürlich fest, wir sind alle Bewohner eines winzigen, völlig unbedeutenden Planeten, einer von 9 Planeten in einem winzigen, völlig unbedeutenden Sonnensystem. Das Sonnensystem Teil einer Galaxie, auch das nichts Besonderes. Es gibt im All geschätzte 100 Milliarden Galaxien. Unsere Milchstraße, eine davon. In unserer Milchstraße gibt es nochmal 200 Milliarden Sterne. Unsere Sonne, eine davon. Und selbst in unserer eigenen Galaxie sind wir ja nicht etwa im Zentrum beheimatet mit unserem Sonnensystem, sondern auch noch ganz am Rand. Ja, tiefste Provinz, äußerste Peripherie. Sie können gerne mal auf der Karte zu Hause nachgucken, wo Sie wohnen. Ganz am Rand der Milchstraße. Es ist so gerade eben noch Milchstraße.
Ja, wir leben in einem sehr öden, sehr langweiligen und sehr abgelegenen Spiralarmfragment ganz am Rand der Milchstraße. 25.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Dafür sind hier die Immobilienpreise etwas günstiger. Hat der Tod Humor, meine Damen und Herren? Wir haben die Frage jetzt nicht endgültig beantworten können. Als Quintessenz nehme ich auf jeden Fall mit. Auslachen können wir ihn auf jeden Fall. Und er hat natürlich so unsympathisch und gemein er ist, hat er natürlich auch durchaus seine positiven Seiten. Ich muss ganz persönlich sagen, ohne den Tod würde ich persönlich morgens nicht aufstehen. Ich bin so ein Deadline-Typ, wirklich. Ich wäre jetzt noch, wenn es den Tod nicht gäbe, ich würde jetzt die 8. Klasse zum 9. Mal wiederholen. Ich würde keine Veranlassung sehen, irgendwie mal Gas zu geben. Ich meine, beim Tod weiß man halt nicht genau, wann ist die Deadline. Das ist das Gemeine. Man weiß nicht genau, oder das Gute wahrscheinlich, dass man es eben nicht weiß. Irgendwann, wahrscheinlich im unpassendsten Moment, steht er vor der Tür, sagt, das war's jetzt, komm bitte mit. Pack nur das Nötigste ein, Zahnbürste, Unterhose zum Wechseln, das wird reichen. Und man sagt, nein, ich bin doch so wichtig, ich stehe doch mitten im Leben, das war doch gar nicht geplant jetzt und ich bin doch so, was weiß ich, ich bin doch Junior Creative Assistant Director im Development für Asset Marketing. Oder was man eben in Düsseldorf für Berufe hat, ich kenne mich da nicht so aus. Und der Tod sagt, es sagt mir gar nichts. Und dann sagt man, ja, ich bin nur so wichtig, ich habe so viele Projekte noch. Und dann sagt der Tod, jetzt gibst du noch ein Projekt und so leid es mir tut, deine Arbeitsgruppe ist sehr klein. Also sollte man sich vorher irgendwann Gedanken machen, was man anfängt mit dieser Zeit. Wir haben das getan, meine Damen und Herren, und wir haben auch herzhaft gelacht dabei. Das war das Ziel. Mehr möchte ich jetzt gar nicht in Anspruch nehmen von Ihrer wertvollen Lebenszeit. Nur so viel unterstützen Sie weiterhin das Hospiz am EVK. Es leistet wirklich ganz wertvolle und großartige Arbeit. Vielen Dank an Sie, dass Sie alle hier waren, dass Sie das Hospiz unterstützt haben mit Ihrem Eintrittspreis. Und vielen Dank an diejenigen, die hier mit den Abend gestaltet haben. Vielen Dank an Frau Mohr, an Frau Schröer und Herrn Dr. Löns für Ihre Expertise und Ihre tatkräftige Unterstützung. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Andi, ich darf noch mal. Danke. Lieber, bin gleich fertig. Ist eine Brille runtergefallen, glaube ich. Lieber Christian, liebe Frau Mohr, lieber Claudius, liebe Margit. Hab Dank für diesen bereichernden, tiefschürfenden und doch humorigen Abend. Ich denke, wir werden alle viele Anregungen mitnehmen für die eine freie Minute am Tag. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz besonders bei Barbara Krug. Ohne die dieser Abend nie so zustande gekommen wäre. Und bei allen, die an unterschiedlichsten Stellen in der Stiftung EVK an der Umsetzung mitgewirkt haben. Und natürlich beim großartigen Komödienteam, insbesondere bei der Technik und beim Catering. Für den Vorreiter der hausärztlichen Palliativmedizin. Für die segensreiche Arbeit mit Kindern und Familien. Danke. Fürs Durchhalten bei den nächsten 40.000 Todesanzeigen.
und für Christian, der das alles möglich gemacht hat. Vielen Dank, meine Güte. Also ich danke. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was drin ist, aber ich muss kurz sagen, ich finde jetzt angesichts dessen, was Sie leisten und was ich leiste, finde ich die Größen der Geschenke nicht angemessen. Aber ich danke sehr herzlich. Es geht nach Gewicht. Okay. Mit zwei Dingen möchte ich Sie nach Hause entlassen. Zum einen, das haben Sie sich jetzt reichlich verdient, einem süßen Betthupferl, das Sie gleich am Ausgang überreicht bekommen und das uns Heinz-Richard Heinemann, auch einer unserer ehemaligen Verbündeten, extra für diesen Abend für Sie spendiert hat. Und schließlich einem Zitat. Haben wir viele heute gehört. Auch ich darf noch eins anfügen. Des sehr lebensweisen und humorigen Schriftstellers Erich Kästner. Liebe das Leben und denk an den Tod. Vielen Dank, leben Sie wohl. Applaus